Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wildlands. Ja, wir sind jetzt hier gestrandet. Und ich würde sagen, ja, Bonusorden. Ja, komm, wir holen uns den Helikopter, fliegen hier hin und dann dahin und dann dahin. Also das dauert ja nicht lang. So. So. Sorry, ich habe gerade gegessen. So. Rebellenunterschlupf. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Yo, zwei Kartellschützen. Dicht beim Reifenstapel. Yo. So, dann schauen wir mal. Setze Drohne ein. Noch ein dritter. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Noch einen macht fünf. Und da der letzte. Der vorletzte. So, jetzt. Na komm. Na komm. Na komm. Echt jetzt? Ah, jetzt hier. Wow. Super. Dann werden wir den mal ausschalten. Wobei der schaut, glaube ich, die schon genau dahin. Oder die sehen den. So. Das sieht fast künstlich aus. Gut. Eine schwebende Tonne. Ist immer gut. Ich glaube, wir gehen mal von hinten rein. As always. Jo. Ist ja gut. Boah, das ist schwer. Oder ich schalte einfach die vier hier aus. Die vier vorne. Roger, Ziel markiert, dann loslegen. Ja, wie denn? Ihr seid so Cheater. Warte. Eins kommt weg. Okay, bin unterwegs. Gib Zeichen. Aber ein Ziel. Greif an. Ein Drecksack weniger. Shit. Alles gut, alles gut. Leiche. Der Leutnant flieht. Mist, Scharfschütze. So, den letzten muss ich jetzt auch. Der da. Oh Mann. Ich glaube, das waren alle. Leiche gefunden. Also, wer soll die Leiche gefunden haben? Die waren hier, die beiden. Dann eine war hier. Und einer war da. Und der Scharfschütze war eigentlich da. Ja, vielleicht, okay. Vielleicht hat er das wirklich gesehen. Ja. Naja, egal. Dann haben wir ein bisschen gestürmt. Wo geht's denn hier rein? Wieso sind denn hier jetzt die Rebellen? Und wie geht's hier rein? Ich will hier rein. Hier geht's irgendwie nicht rein. Ah, da geht's rein. Nee. Das ist alles verrammelt.
Vielleicht ist unten. Nee. Auf dem Dach? Nee. Ich bin überfordert. Wo ist das? Da geht's einfach nicht rein, ne? Na, okay. Dann eben nicht. Ich bin der Pilot. Na, komm rein. Bin drauf. So. Wunderbar. So, jetzt ist wieder die Frage, wie kommen wir dahin? Da sind ja, glaube ich, wieder alle zurückgeploppt. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich sehe ein zweites Ziel. Wir werden mal ganz tief liegen. Aber ein drittes Ziel. Verdammt, da ist auch einer. Ich will einen Tango. Es stehen noch andere da oben. Unten? Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Halt, die werden dich sehen. Also es ist jetzt, es war jetzt nur verdächtig, ne? Mit dem sind's fünf. Da ist noch einer, macht 10. Okay. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Okay, alles ist gut. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Wieso kreist er jetzt um uns? Gut, er fliegt gerade weg. Das war super, dass wir den erwischt haben, bevor er irgendjemand Bescheid gesagt hat. Der kommt da ja sicher wieder irgendwann hoch. Aber solange. Da unten sieht man den nicht.
Ah, jetzt kommt er hoch. Ah, okay. Rein theoretisch müsste ich den treffen, weil das ist ja nur ein Vorhang. Okay, der kommt wieder hoch. Vorsicht. Der geht jetzt ganz hoch. Das darf er aber nicht. Okay, nichts passiert. Noch einer. Gut, dass er auch hochkommt. Jetzt wissen alle Bescheid, ne? Geh in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ziel erfasst. Bin bereit. Hab das Ziel. Ich lege an. Scheiße. Das ist scheiße. Na gut, dann machen wir es halt auf die harte Art und Weise. Verstanden, unterwegs. Ziel erfasst. Lass mich in Position gehen. Gute Position. Verstanden. Unterwegs. Okay. Roger. Ziel markiert. Ziel markiert. Sekunde. Geh in Position. Auf dein Zeichen, Boss. Tango getötet. Sauber hier drüben. Alter, das war wieder ein Schmarrn. Weil der hat mich gesehen und ich habe ihn sofort getötet. Aber trotzdem. Wir lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Ja, mal schauen, ob sie das jemals machen. So, gut. Hilton. Entschuldigung. In dieser Blogpost, keine Ahnung, verurteilt Ramon Feliz die Verschleierung und offensichtliche Korruption, die beim Bau des Resorts in der und des Casinos in Agua Verde herrscht. Okay. Ein bekannter Politiker nutzt Fawcett das Resort für seine Affären. Beobachten Sie das Arschloch und filmen Sie den nächsten kleinen Seitensprung. Einmal in den sozialen Medien wird das ziemlich peinlich für ihn und das Kartell. Wieso wird es peinlich? Ich meine, es ist ein fucking Kartell. Und wer lässt hier einen Orden liegen? Na gut. Dann spannen wir mal den. Finden Sie das Zimmer des Politikers, ohne entdeckt zu werden. Ja, das wird lustig. So.
Na, ja, komm. Ah, das Klettern ist nicht so wunderbar hier. Aber egal. Okay. Dann schauen wir mal, was für... Also, überhaupt mal schauen, ob wir den Typen erwischen. Guten Tag. Okay, aufatmen. Echt jetzt? Echt jetzt? Der hat noch gesagt, okay, wir können aufatmen. Oh Mann. Oh, okay, da drüben. Ah. Drohne fliegt. Ich sehe noch einen Tango. Scharfschütze. Wo ist der hin? Da. Tango Nummer 3. Das macht 5. Da unten. Wo sollen wir rein? Finden Sie das Zimmer des Politikers. Der sieht halt so aus, als würde er dann noch knien. Und den anderen sieht man nicht voll gut. Na, mein Schnuggel. Die wollte ich eigentlich einfach nur K.O. machen. Aber du darfst mich nicht sehen. Den muss ich dann auch töten. Bevor er dahin kommt. Gut. Wo ist der Scharfschütze denn jetzt hin? Okay, der geht wieder zurück. Der hängt da noch. Meter, das ist der erste, ne? Warte, ich mach mal einen simultanen Schuss. Roger, Ziel erfasst. Ziel eliminiert. Ich glaube, das wurde nicht gesehen. In
Die Frage ist, ob er ihn sieht. Schon mal gut. So. Aber also, wir dürfen ja nur nicht entdeckt werden. Also, es ist ja egal, ob wir alle töten. Das ist ja in dem Spiel, glaube ich, wurscht. Na, was geht, du Scharfschütze? Hier sind es zwei. Als würde der mich komisch anschauen, wenn hier einer läuft. Hab ihn, er ist tot. Oh nein, 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 oh nein. Achso, okay, das ist nur so ein Typ. Gut, dann können wir jetzt runtergehen. Oh, krasse 180 Grad. Hey, alles grün. Suchen wir hier nach Informationen? Nähern uns dem Ziel. Machen wir das leiser. Sei schmutzig. Pero muy sucio. Aber sicher, Papacito. Was für ein böser Junge. Ist das Café Como? Sehr böse. Und ich wette, niemand weiß, wie böse du warst. Malissimo. Te voy a castigar. Ich werde dich bestrafen. Oh ja, me encanta que me castiguen. Pillo, travieso que eres. Du hast umgezogen, oder? Was hast du getan? Ich hab gestohlen. Soy bueno en eso, nena. Ganz bestimmt etwas Großes. Grande como tú. Ich hätte wirklich niemand. Es war klein. Como ves, no como yo. Ach ja? Was denn? Es war ein Katzenbein. Du hast dein... In serio? Diese Katze hatte ein Holzbein. Ich hab's geklaut. Ah, bueno, ¿qué más? Ich nahm das Holzbein und dann... Oh, pero venga, chepaca mejor. Was war denn das? Was es auch war, wir haben's. Casitas Tage als Kartelllude sind vorbei. Ich sehe mir den Scheiß nochmal an. Aufnahme läuft, Lautstärke passt. Seht zu, dass ihr sein Gesicht gut drauf bekommt. Okay, da drin ist noch eine Information. Und da sind noch zwei Wachen. Wahrscheinlich da. Ah. Hier einer. Hab noch einen Tango. Alles klar? Für den Moment sah es ziemlich eng aus. Ja, nö. Die wiederholen die ganze Zeit das. Ein Holzbein. Okay, dann da drüben sind noch Informationas. Und da ist noch Essen. Gut. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen von den Rebellen plus erkaufen. Plus 50. Das ist ja viel.
Hi. Okay, was ist das? Ein Beweis an. Nee, ein Hinweis für Kaviar, Carcita, Valardo und Ricky Sandoval. Offenbar ist der harte Undercover Agent Sandoval etwas zu tief in das Kartell eingedrungen. Great Party, who were the Brazilian Garad. Was? Garad. Garotas? You had last week? My balls. Okay. Gut. So. Was jetzt? Neu. Mörser. Wir können ja den Helikopter jetzt stehlen. Oder hier, das da. Zuerst das da. Und dann. Genau. Gut. Wir haben alles. Let's go! Also zuerst da hinten hin. Da sehe ich doch schon einen. Und noch einen zweiten. Ich sehe ein zweites Ziel. Nee, das war kein dritter. Okay. Gut, dann. Oh, wir haben schon überzogen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächste Runde werden wir dann ein bisschen was für die Rebellen tun. Und danach werden wir. Ich sehe zwei Sicarios am Eingang zum Lager. Danke. Und dann werden wir mal sehen. Vielleicht schon die Hauptquest. Weil ich will den Sniper haben. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.